Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder bei F1 2016 in meiner neuen, nicht neuen Karriere, sondern zweiten Jahr der Karriere. Hat also neu begonnen das Jahr. Wie immer wird im großen Preis von Australien gestartet, in Melbourne. Qualifying lief soweit für unsere Performance ganz gut. Wir sollen das Rennen als 19. abschließen, sind im Qualifying auch 19. 18. geworden. 18. geworden. Von daher ist das im Bereich des Möglichen auf jeden Fall. So, wir haben immer noch unsere Rivalität mit Daniel Ricciardo, die wird jetzt aber dann passé sein, weil da haben wir natürlich keine Chance. Wie ich schon im letzten Video davor sagte. So, wir forschen aktuell das Chassisgewicht. Die vom letzten Video ja schon angeklickt. Da sind wir auch kurz vor Ende quasi. Ja, Rangliste sind wir im letzten Platz aktuell, weil wir 0 Punkte haben. So, ich weiß noch nicht, warum ich auf dem letzten bin und Marcus Ericsson, unser Teampartner, auf dem 16. Aber gut, ist so. Ich würde sagen, wir gehen das gleich mal ins Rennen. Es heißt ja, dass sich in der Formel 1 eine Sekunde wie eine Ewigkeit anfühlt. Die 4 vergangenen Monate ohne Rennen waren eine wirklich lange Zeit. Aber wir sind zurück in Melbourne, Heimat des großen Preises von Australien seit 1996. Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Unfälle sind aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Während wir auf das heutige Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht 1 bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Exzellente Arbeit gestern. Wir waren im Qualifying besser als erwartet. Lass uns heute zur Höchstleistung auflaufen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Daniel Ricciardo und Grosjean, Rosberg, Perez, Gutierrez und Rio Hayato, Button, Sainz Junior, Felipe Massa und Quert, Hülkenberg, Alonso, Pascal Wehrlein und ein Sauber, Palmer und Bottas. Kevin Magnussen und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, hat der Junge recht gehabt. Wir haben das Qualifying gut absolviert. So, welche Strategie fahren wir denn heute mal? So, beim letzten Rennen hatten wir wenigstens noch die Ultras. Also die Ultrasoften haben wir jetzt nicht mehr als Auswahlmöglichkeit. Ja, von daher schränkt das die Auswahl natürlich so ein bisschen ein. Bei den Ultras kann man sich noch Zeit aufholen. In den Superweichen weichen jetzt nicht unbedingt. Tja, was machen wir denn da mal? Was machen wir denn mal? Also wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen weniger Sprit, glaube ich, mit. Oder? Mehr Sprit lassen wir so. Hm.
Ich würde sagen, wir machen 3 Stops. Das letzte Mal auch gut geklappt. Ja, wir machen 3. Und ich würde sagen, dann legen wir auch los. Ich wünsche euch viel Spaß. Schöner Start, 4 Plätze gut gemacht, sehr gut. Schönen Windschatten hier. Sehr schön. Yes. Da fighten die Jungs schon. Da kann ich schön profitieren von. Yes! Schönes Ding. War knapp, aber gleich 2 Plätze. Schönes Ding. Ja, scheiße. Da muss ich rankommen, Chef. Noch bin ich dran, ich bin sehr überrascht, wie ich hier aktuell mithalten kann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr schön. Ich kam zumindest nicht davon. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Natürlich auch die besseren Reifen, eine Frage. Ich will ein bisschen Zeit rausholen.
Sehr gut. Scheiße, das war zu weit. Nein! Oh, Scheiße! Puh, das war knapp. Das war knapp. Im Moment haben wir ein geringes Risiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Schneller als Hogenberg aktuell. Das ist natürlich sehr schön. So, zwei Runden noch. Sehr schön, ich bin so fasziniert gerade, deswegen sage ich auch so wenig, dass ich hier überhaupt mithalten kann. Also keine Fehler zu machen. Ich habe nicht gedacht, dass wir da mitspielen können. Ja, das Rennen ist noch nicht zu Ende. Also mal abwarten, wenn die auf Super Softs wechseln. Was dann passiert. Nun genieße ich das einfach nur. Sehr schön, jetzt sind wir hier auch dran. Sehr geil, ich hoffe es nicht. Dass wir hier mithalten können mit der Gruppe. Die Reifen sehen aber eigentlich mal gut aus. Oder noch grün, also können wir noch eine Runde fahren. Ah, Scheiße, ich hab Fehler gemacht. Eine Runde werde ich noch fahren. Und sogar DRS fahren dann. Sehr schönes Ding.
So, jetzt werden die Reifen abbauen, glaube ich. Dann kann ich jetzt an die Box. Ich bin mal gespannt, wo wir rauskommen jetzt. So, die gehen auch alle an die Box. Glück gehabt, dass wir uns da nicht in die Quere gekommen sind. So, kommen aus dem 18. Moment raus. Wahrscheinlich gibt es Safety Car gleich. Okay, so hat auf jeden Fall auch Platz gekriegt. Das ist total langsam. Ich glaube, dass die Strategie ganz gut ist. Wollen wir mal sehen, was wir daraus machen können. Auf jeden Fall schön die schnellen Reifen. Auf jeden Fall schon ein Platz besser als beim Start. Also schon mal alles Chico. Ja, scheiße. Ist schon ein bisschen merkbar der Flügel. Runde. Oh, fahren wir uns aus dem Rennen. Gelbe Flaggen. Jetzt die Frage, ob ich den Flügelschaden reparieren lasse oder nicht. Kostet mich auf jeden Fall 5 Sekunden. Statusbericht.
Statusbericht. Macht er nicht. Okay, die Frage, ob ich den Flieger reparieren, hat sich gerade erledigt. Mit Alonso, den kann ich also nicht fernhalten. Verbremst. So, wir sind auf Platz 15, natürlich wesentlich besser als erwartet, aber wir müssen es hier, scheiße, und da ist es passiert. Scheiße. Ja, der Flügel. Kriegt den immer so richtig unter Kontrolle. Zack. Nutzt nichts, müssen wir einen Flashback nutzen. Ich muss total vom Gas gehen, jetzt kann ich gleich in die Box. Aus Rotenberg. Ich
Ich hoffe, dass es trocken bleibt. Qualifying hat mir wieder schön Regen. Natürlich sehr realistisch ist in Melbourne. Mal wieder. So, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt da rauskommen. Wahrscheinlich hinter unserem Teamkollegen rauskommen. Ja, da kommt er. Oh Leute. Boah, das gedauert, ey. Okay, bei Ferrari war schneller. Im Moment einen Platz verloren. Aber wir haben auch die Super Softs. Das heißt, wir sind schneller auf jeden Fall. Die anderen vor uns. Sehr gut. Das freut mich. Ich bin ja auch mager. Ne? Ich wundere mich schon, warum sich der Motor so komisch anhört. So. Gucken, Platz 19. Okay, kriegen wir den auf jeden Fall. Schon mal gut. Status Teamkollege. Könnte sein, dass unser Teamkollege auch nochmal rein muss. Und unser nächster Boxerstopp. 5 Runden. Sind wir 20 so? Nicht gut. Dann brauche ich den Fettanteil.
So, mal schauen, was ist in der Box. Der Teamkollege ist vor uns. Status Teamkollege. Okay, da sind wir deutlich schneller. Aber ich muss auch noch mal in die Box. Vielleicht war der eine Boxenstopp doch zu viel. Also so 2 statt 3. Na gut, werden wir sehen. Sind wir erstmal an Alonso vorbei, noch nicht, aber gleich. Ja, da ist ja, den kriegen wir jetzt schön und schön ist das Überschuss. Ja, sehr schön. Gibt mir am Arsch der Alonso. Da ist unser Teamkollege. Aber wir müssen halt leider gleich in die Box. Daher bringt es auch gar nichts, den zu überholen. Die Frage, wann reichen sie denn noch spitze aus? Alonso ist leider schneller als wir. Alonso! Oh, Alter, was soll der Scheiß denn, ey? Nee, das mach ich nicht. Alter. Fällt er mir voll in die Karre rein.
Fokus. Was denn jetzt? So. Mindestens vor uns. Kann das dann passieren? Ah, ich weiß nicht, ob ich an die Box will, ehrlich gesagt. Reifen sehen eigentlich noch gut aus und die Mediums sind natürlich langsamer. Ich glaube, ich fahre jetzt an die Box. Ich bleib immer auch noch draußen. Und auch viele super Softs. Ich werde wahrscheinlich noch einmal rein müssen, weil ich die Mediums noch nicht gefahren habe. Von daher könnte ich gar nicht durchfahren. Meiner Meinung nach. So, gucken wir, die Ansage kommt jetzt von Jeff.
Er hat nichts von Disqualifizieren gesagt. Ich versuche es einfach mal. Ich jetzt durchfahren kann. Ist eh zu spät. Noch so nix. Ich glaube, das ist auch okay. Dann haben wir auch richtig Luft. Sehr gut. Die Reifen sehen natürlich jetzt auch nicht gut aus. Die Frage, ob die durchhalten. 66% müssen jetzt durchhalten. Die werde ich mal auf mager umstellen. Die Reifen ein bisschen schonen. So. Vier Runden haben wir ja noch jetzt. Natürlich jetzt riskant. Natürlich nicht geguckt, wie die Reifen aussehen, aber das könnte natürlich jetzt zu meinem Nachteil werden. Bestätigen. Der Motor wird etwas angeschlagen. Rechts mit Leistungsverlust. Geht in Ordnung. Ein paar Informationen zu Grosjean. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Ja. Hinter mir holt auch wahnsinnig auf. Meine Reifen bauen jetzt richtig ab. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich merke jetzt auch richtig, wie sie abbauen. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Noch drei Runden haben wir noch. Natürlich auch noch mal langsamer. Jetzt ist auch dran bei mir. Klebt mir am Heck. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt
Na, jetzt bauen sie richtig ab. Scheiße. Na gut, ein Platz erstmal. Danach ist wieder richtig Luft. Ja. Ist auch nicht gut. Gleich rankommen. So, wenn wir nicht aufhalten können. Na komm, zieh vorbei. Wow. Oh, scheiße. Ja. Das war natürlich jetzt dämlich. Scheiße. Ja, toll. Scheiße. Ja, das war natürlich jetzt richtig dämlich. Damit habe ich mir alles verbaut. Das war scheiße. Kacke. Ja, das habe ich natürlich selbst jetzt versaut. Kacke. Ja, das wird ein letzter Platz. Scheiße. Das hätte ich natürlich lassen sollen. Okay, sagt uns das nicht eigenmächtig die Strategie verändern und auf die Reifen gucken. Das war natürlich dämlich. Richtig dämlich. Man fing so gut an, den 10. Platz gekämpft. Ja, dann ging es steil bergab. Scheiße. Na gut, besser machen wir nächstes Mal. Kimi ist auch schon im Ziel. Ja. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Rennen besser sind. Es war nicht gerade unser bester Tag. Nee, sorry Leute, das war meine Schuld. Ah. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Sprint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari.
sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Kimi Räikkönen übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Nach einem solchen Rennen kann das nur Nico Hülkenberg sein, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Ferrari hat die Führung in der Rangliste übernommen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Tja, es war schon mal kein guter Start. 4 Plätze habe ich aufgegeben. Es hätte ein schöner... Ein schöner 15. Platz werden können. Aber gut, das Schaden wird man klug, das heißt es ja, ne? Macht man also nicht, den Reifen durchfahren. Oh, schade. Das war dämlich, würde ich sagen. So, Rivalität sollte so vorbei sein. Zack, genau. Was ein Wunder, Rivalität verloren. Da verlieren wir ordentlich. Fahrermeisterschaft soll ich mindestens 10. bleiben? Was habt ihr denn für Anforderungen hier, ey? Das Team ist das letzte in der Rangfolge. Na gut. Jo, das war leider nix so richtig. Schade. Machen wir es beim nächsten Mal besser. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer über ein Abo, ein Like und ein Kommentar. Ich wünsche euch dann wie immer einen schönen Sonntag. Macht's gut.